Hallo und herzlich willkommen bei InsiderWeek. Mein Name ist Max Schulz und in diesem Video besprechen wir unser Handelsergebnis im Rohstoffen-Future-Handel nach COT-Daten. Das Wochenergebnis beträgt 0. Wir haben kein Geld verdient und kein Geld verloren. Dennoch haben wir einige Trades gemacht und die schauen wir uns gleich an. In die Handelswoche 48 sind wir gestartet mit einem leeren Portfolio. Wir hatten keine einzige Position offen. Auf der Watchlist hatten wir ein frisches Kaufsignal und zwar in T-Bonds. Wir sehen, das Kaufsignal war in Wochentrendrichtung. Seasonale Trend war hier aber mittelfristig gesehen nicht auf unserer Seite. Dennoch haben wir uns entschlossen, diesen Trade zu machen, weil mit Hilfe der Auswertung des besten Handelstages des Monats haben wir festgestellt, dass zum Ende des Monats die Kurse öfter steigen als fallen. Am Dienstag entstand unser Einstiegspattern. Wir haben in Handelsplänen am Dienstag diesen Trade angekündigt und wurden hier plangemäß am Mittwoch getriggert. Erstmal ging gegen uns. Der darauffolgende Tag am Donnerstag war ein positiver Tag. Es ging wieder in unsere Richtung, aber für uns nicht stark genug, weil wir haben hier auf steigende Tage oder steigende Saisonalität spekuliert und die ist leider nicht aufgetreten. In Handelsplänen am Donnerstag haben wir geschrieben, dass wir am Montag zur Börseneröffnung aus dem Trade rauskommen werden, weil wie wir auch vorhin in die Tidum-Statistik gesehen haben, der letzte Handelstag war eher negativer Tag. Deswegen war unser Plan zur Handelseröffnung aus der Position auszusteigen, was wir aber nicht bedacht haben, dass wir am Freitag rollen müssten und wegen einem Tag auf den nächsten Kontrakt zu rollen, hat es für uns keinen Sinn gemacht. Deswegen müssten wir am Freitag Vormittag einen neuen Handelsplan schreiben. Während wir den Handelsplan geschrieben haben, war der Kurs noch nicht gestiegen, der notierte am Vortag Schlusskurs. Und wir haben uns entschlossen, aus der Position Break-Even auszusteigen und haben unser Limit-Order auf Einstand verschoben. Wir wurden auch relativ schnell getriggert und die Position haben wir geschafft, dann plus minus null zu schließen. Da wir neben Pro-Account noch Champion-Account und noch auch einen Wettbewerb teilnehmen und dann auch noch Kleinkonto handeln, kam unser Kleinkonto als letztes in der Reihe. Zur Erinnerung, wir handeln Kleinkonto, um aufzuzeigen, den Trader mit Kleinkonten, wie man ein kleines Konto handelt, dass man dort viel mehr Geduld bringen muss, dass man leider dort mit höheren Risiken arbeitet und dass man dort also sehr stark auf das Risk- und Money Management achten muss. Nachdem wir die Limit Order eingegeben haben bei diesem Konto, ist der Kurs schon ein bisschen gestiegen und wir konnten hier sogar ein Plus in Höhe von $156 realisieren. Im Laufe der Woche kam ein neuer Trade dazu und zwar im Natural Gas. Wir haben lange auf den Einstieg gewartet, weil der Verkaufssignal schon länger hier liegt. Wie man sieht hier auf dem Wochenchart, bereits seit 4 Wochen haben wir dieses Verkaufssignal, haben uns aber noch nicht getraut, weil die Saisonalität war noch nicht ganz auf unserer Seite. Wir sehen aber, dass zum Ende des Jahres und zum Beginn des nächsten Jahres wir hier einen starken fallenden saisonalen Verlauf haben. Und wenn wir die vorigen Jahre anschauen, dann sehen wir, dass der Kurs diese saisonelle Schwäche auch in vorigen Jahren gefolgt hat. Wie man hier sieht, haben wir mit dem Short-Einstieg hier etwas gezögert, müssten hier leider etwas spät einsteigen. Dennoch, regelkonform haben wir unseren Einstiegsbutton abgewartet. Wie immer haben wir das in Handelsplänen vorher angekündigt und wurden am Freitag plangemäß getriggert. Wir sind in diesem Markt mit 3 Kontrakten short. Das war der letzte Trade der Woche. Wie immer zum Schluss besprechen wir CEB-Index. CEB-Index ist Index für die Rohstoffpreise und wir sehen, dass er den Widerstand von 421 Punkten erfolgreich überwunden. Das heißt, wir können von weiter steigenden Rohstoffpreisen ausgehen und werden uns in den nächsten Wochen mehr auf die Long-Seite fokussieren. Die Woche schließen wir mit einem Portfolio, in dem wir eine einzige Position haben. Wir sind 3 Kontrakte short im Natural Gas und aktuell leicht im Minus. Wie immer zum Schluss ein paar Worte zum Champion-Account. Wer die letzte Handelsergebnisse angeschaut hat, der hat gesehen, unsere offene Position im Australien-Dollar. Australien-Dollar ist diese Woche gut gestiegen. Wir konnten unser Gewinn realisieren. Dadurch ist unser Konto gestiegen auf $55.593.
Und es kamen noch zwei neue Positionen dazu, und zwar ein Reentry im KFE. Wir sind mit drei Kontrakten long, aktuell $4,686 im Plus. Und wir sind im Platinum eingestiegen mit zwei Kontrakten long, und aktuell haben wir $1,430 plus als Buchgewinn. Nächstes wichtiges Thema: COT-Daten kommen diese Woche nicht wie gewohnt. Freitagabend kommen sollten, wie gesagt, aber die sind nicht gekommen, weil in Amerika war ein Feiertag. Das Posting der Daten seitens CFTC verschrieb sich auf Montagabend, das heißt, sie werden Montagabend gepostet, und dann werden wir die Daten bei uns in Datenbank einpflegen, und man kann sie wie gewohnt hier auf der insideweek.de Seite unter COT-Daten nutzen. Man findet hier die aktuellen COT-Daten. Aber nicht nur das, sondern man findet hier auch Wochenchart von jeweiligen Markt, Netto Position der drei Trader Gruppen aus dem COT Report, Open Interest und COT Index. Wer sich nicht sicher ist, ob am nächsten Tag in USA ein Feiertag ist, kann mit Hilfe unseres Futures Kalender das abchecken, und zwar wir tragen die Feiertage hier in den Kalender ein. Das heißt, ihr könnt regelmäßig über diesen Kalender euch informieren, ob morgen in USA ein Feiertag vorliegt oder nicht. Für die Mitglieder der Trading Gruppe Praxis blenden wir den Kalender zwei Tage, und zwar den aktuellen und darauf folgenden Tag, hier in den Handelsplan ein. Hier gibt es noch einen Link, wo man zum Kalender weitergeleitet wird. Aufgrund dessen, dass uns die aktuellen COT-Daten fehlen, werden wir heute keinen Handelsplan im Videoformat machen, weil wir keine COT-Daten zur Analyse haben. Wir werden genauso vorfahren wie vor zwei Wochen, wo wir ähnliche Situationen hatten, wo die COT-Daten ebenfalls am Montag gepostet wurden. Wir schreiben heute einen kurzen Handelsplan zur aktuellen Positionierung, und dann am Dienstag werden wir ein Video aufnehmen, in dem wir die COT-Daten analysieren und die Märkte aussuchen, die für uns interessant sind. Und das werden wir dann als im Videoformat tun und als Handelsplan Sonntagnachtrag hier im Mitgliederbereich unter wöchentlichen Handelsplänen posten. Das war's von uns für diese Woche. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen eine gute Trading-Woche, eine gute Vorbereitung auf die nächste Handelswoche, und wir sehen uns bei dem nächsten Handelsergebnis.